Guten Abend, der Leid, die Erdwein-Kotznachrichten aus Lixem. Ohne Gas. Am Sommer letzten Jahres, als es mit dem wichtigen Hygieneartikel, früher hat man auch dafür übrigens ganz einfach Klopapier gesorgt, scheinbar an einem Haushalt bisschen knapp ging. Aber an Lixem ist man sich schon gegenseitig hilfsbereit. Ein Hilferuf und schon ging die Rettungsaktion los. An einem MV-Spezial, nur den Nachrichten berichten mal ganz genau darüber. Das Gute dort ron ist, dass man sich ob die Leid jederzeit hundertprozentig verlassen kann. Wenn ihr also mal an Not kommen sollt, ruft ruhig an, mir helfen, wo mal können, auch an einer saumäßig schwerer Situation. Und noch es Lixem. Der Musikverein hattet am Moment richtig schwer. Dienst des Ohms läuft am Moment nicht viel. Das liegt an der Aaler Schule, was schon seit einem Jahr nicht mehr angemacht ist. Am Kühlschrank verdirft der ganz Bär, etwas sozusagen in Scharen. Und weil der Bär vierrot droht, weil ein Ball iwese ging, rief der Vierstand all die Lixem dort so ob, am Vorsichtssonntag Hilfen zu kommen. Ab 2 Uhr sollten etlich Kisten Bär umgemacht gehen. Natürlich unter Beachtung von der Hygienerichtlinien. Damit man sich nicht infiziert, muss zu jedem Stubbi auch desinfiziert gehen. Dafür steht genug Saft vorgebrannte Quetschen bereit. Die ganze Bevölkerung als abgerufen zu helfen. Bitte lasst uns nicht am Stich. Lixem Traudeberg. Die Bestkneipe an Lixem hat wegen dem Corona-Scheißwein auch schon wieder seit etlichen Minden zu. Die Kerlen um Sauerswalter Kind schon seit dem Herres nicht mit Kehle schreiben. Wie man gehört haben, geht denen aber kein Bärmisch schlecht. Die waren nämlich ziemlich viel schlauer wie der Musikverein. Die haben schon bei Zeit ihren Vierort ob hochprozentiges umgestaltet. Der Walter sort, das hat auch der Vorteil, dass man nicht mehr so viel schweres Rupschläfen muss. Und die Wirkung tritt auch flotter wie beim Bär an. Gehen 12, also meistens schon bei allen passiert. Und weilen, der Leid schalten mir direkt um, nur Lixem Spezial und der unheimlichen Situation vom Sommer letzten Jahres. Ja, da ist das Klopapier. Zum Greifen nah. Dann werde ich nochmal auf die Reise gehen.